Hallo an euch, lieben Menschen da draußen, an euch vollkommenen Wesen. Der Löwenkanal ist wieder da und meldet sich zu Wort und möchte in diesem Video die verfassunggebende Versammlung für Deutschland eben halt gerne mal aufnehmen. Mein Wesen hat sich dort jetzt, ja, die letzte Nacht und aber die letzten ein, zwei Tage mal so durchgehört und hat dieses in meinem inneren Selbst abgeklopft über Herz, Geist und Seele. Und dann hat sich mein inneres Wesen gesagt, das ist es jetzt mehr wie nur wert, eben halt mal selber ein paar Worte daran loszuwerden. Als allererstes möchte euch mein Wesen von ganzem tiefsten Herzen begrüßen und sich bei euch dafür bedanken für euren Einsatz, euer Engagement, eure Liebe und euren Mut bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt und möget ihr immer noch weitere Kraft dazu bekommen und möge euch oder uns alle die Welle des Wandels erreicht haben und tragen. Und es ist einfach eine reine Freude, euch zuzuhören. Dann hatte mein Wesen ja schon mitbekommen, dass Joe Konrad und Co. sich ja bei euch schon gemeldet hatten und das ist wunderbar. Es geht jetzt meinem Wesen darum, dass ich mein Wesen gar nicht jetzt in diesem Klein-Klein verlieren möchte, in diesem Kaiserreich und Weimarer Republik und hin und her und hast du nicht gesehen, weil mein Wesen glaubt, damit hat sich die Personen, nicht die Menschen in der Vergangenheit, also in dem Spiel der Dualität, genug im Kreise gedreht. Mein Wesen möchte das Ganze eben halt von der göttlichen Seite her absegnen bzw. ergänzen. Und wir alle wissen, dass dafür natürlich viel Feingefühl gefragt ist. Man hört es ja bei euch selbst raus, mit Engelszungen gesprochen wird, das immer wieder erklärt werden muss. Na, und wir hoffen, dass da bald nichts mehr erklärt werden braucht, um anzukommen in sich. Und dann, wenn die Menschen in sich angekommen sind, nicht die Personen, ne, dann nehmen wir jetzt gleich mal dieses ganze Imaginäre und Juristische, diesen ganzen Brei nehmen wir da gleich mal raus von Anfang an. Und um dieses nur von der rein menschlichen Seite zu sehen. Und die hatte das ja auch schon angesprochen mit esoterisch und Bewusstsein. Ja, das sind ganz wichtige Fakten oder mein Wesen würde sagen, mit überhaupt die wichtigsten Fakten überhaupt, weil man kann nicht von Geist und Eid und Brüderlichkeit und diesem Ganzen schreiben, wenn das Herz nicht wirklich dahinter steht, weil auch das hatten wir in der Vergangenheit zu Genüge. Dann ist es ganz klar, dass wenn Menschen oder noch Personen dieses hören, dann erstmal ganz klar durcheinander kommen, ne? Weil sie ein System im Großen und Ganzen gewohnt gewesen sind, was ja nicht anders gelaufen ist wie in der Dualität, wie im Konsumrausch, im Konsumwahnsinn, dann diese ganzen Privatinsolvenzen, das ist ja wirklich
Das schlägt ja mittlerweile dem fast den Boden durch hier. Und dann die einzelnen Gruppierungen, die sich dann, die ich jetzt hier auch nicht nennen möchte. Ich möchte hier auch niemanden hier jetzt Vorwürfe machen oder beleidigen oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht ganz einfach darum, diese ganzen Gespräche oder Diskussionen oder auch Streitigkeiten, die sind doch schon alle gelaufen in der Vergangenheit. Sogar im alten Rom sind die schon gelaufen. Und deswegen meldet sich mein Wesen jetzt genau an dieser Stelle, zu dieser Zeit dazu, um ganz einfach zu sagen, ohne unseren Ahnengeist, das hat nichts mit den Schriftstücken zu tun und mit unterschriebenen Papieren, weil wir alle wissen, Papier ist geduldig. Papier kann sowas von geduldig sein. Ich glaube aber auch, dass das die Menschen satt haben, ihren Strohmann auf irgendein Papier zu bringen, um dass dann wieder was damit gemacht wird. Genau das ist das große Fragezeichen und das große Ausrufezeichen, was hier, glaube ich, über allen Köpfen leuchtet momentan. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, von dieser Stelle aus den Geist hier nicht nur zu erwähnen, den Geist damit hineinzubringen, weil ohne wahren Geist, ohne wahre geistige Haltung und ohne Herzensliebe wird das genauso wieder in die Hose gehen, wie das in der Vergangenheit in die Hose gegangen ist. Und darum ist es wichtig, sich eigentlich als allererstes im Klaren zu sein, wie stehe ich zu mir selbst? Wie ist mein Inneres eingestellt? Habe ich den Kampf schon in mir selbst gegen mich selbst ausgetragen, ausgefechtet, damit man überhaupt fit und frisch genug sein kann, um das Neue überhaupt anzufassen? Weil wir, die spirituelle Welt, die hohe geistige Welt, sich ganz klar darüber im einig ist, dass es das Alte nicht mehr geben wird in der neuen Welt, auf der neuen Erde. Und dann ist es auch ganz genau zu gucken, worüber sprechen wir jetzt eigentlich? Sprechen wir über die Matrix, die imaginäre Scheinwelt, oder sprechen wir über unser aller Erde? Diese Frage, die steht auch noch im Raum, die gilt es auch ein für alle Mal geklärt zu haben. Und dann ist es natürlich richtig, jetzt Leute, versteht das bitte nicht jetzt als Vorwurf oder versteht das bitte nicht falsch. Das Ganze gilt hier zur reinen Ergänzung. Wir stärken uns ja schon alle gegenseitig den Rücken, indem wir ja alleine schon die Links weitergeben oder auch die Videos weiter präsentieren. Und da ist, glaube ich, schon mal so die größte Hilfe mitgetan für so viele, die das bis heute, glaube ich, noch gar nicht so richtig geschnallt haben, dass es eigentlich so ist, wie es ist. Und das tun wir ja in diesem Moment oder überhaupt schon in der ganzen letzten Zeit. Das tun wir ja schon bereits. Die Anfänge, die sind ja schon alle getätigt worden. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn wir komplett neu jetzt erst ab diesem Moment von vorne beginnen müssten. Wir sind ja schon mittendrin. Und wenn die Menschen oder der Mensch dann in seinem Menschsein ist, in seiner wahren Göttlichkeit, da braucht es keine Diskussionen mehr. Dann ist alles sowas von sonnenklar und da wissen wir alle, wo der Weg hinzugehen hat. Und natürlich liegen da einige Brocken vor uns, aber das Ganze sollte man mit Freude angehen. Und das ist meine Botschaft von oder aus meinem höheren Selbst an euch alle. Fangt endlich an, zusammenzuarbeiten. Das ist so einfach, alles zusammenzulegen, alles gemeinschaftlich, gemeinsam hineinzulegen, sei das jetzt Gelder, sei das jetzt Technik, sei das jetzt Apparaturen und so weiter und so fort. Das Ganze hätte alles schon längst viel weiter sein können. Und bevor man jetzt hier gleich darauf reagiert, das, was ihr ja selber immer sagt, also sich auch selbst daran zu halten, da erstmal ein oder zwei Nächte drüber zu schlafen, das sich nochmal im Einzelnen und dann in einer kleinen Runde nochmal Revue passieren zu lassen,
Sowas wie eine Supervision, das habe ich von meiner Tochter, Supervision oder wie sich das Ganze schimpft, das ist ja eben halt so diese reine pädagogische Sache, ne, die ja gut ist, wenn sie dann im vernünftigen Sinne angewendet ist und wird. Und genau das gilt es jetzt immer wieder zu tun, weil wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen uns nicht zu überschlagen. Das heißt, die Welt, die Erde selbst ist unerschütterlich. Der wird so schnell nichts passieren, da brauchen wir uns keine Gedanken, keine Angst und Kontrolle, jetzt da in so einen Wahn zu verfallen, das ist absolut nicht nötig, in keinster Art und Weise, weil in dem Moment, das ist ein wunderbares irisches Sprichwort, in dem Moment, wo Gott die Zeit erschaffen hat, hat er genügend davon erschaffen. Es gilt jetzt ganz einfach darum, nicht weiter der Zeit hinterherzulaufen, sich der Zeit selbst zu stellen, die Zeit zu sehen als das, was sie ist, im Bewusstsein, also im bewussten Sein, den Geist hier mit hineinzunehmen. Und dann beantworten sich schon viele Fragen von ganz alleine, ohne dass man da jetzt irgendwas tun muss oder braucht. Dann sollten die Personen, die gerade am Menschwerden sind, die Menschen wissen das, von was ich jetzt hier rede, die Personen, die noch gerade dabei sind, Mensch zu werden, das Ganze einfach anzunehmen. Weil es kann nur noch besser werden. Es kann gar nicht mehr schlechter werden. Schlechter kann es nicht mehr werden. Es kann nur noch besser werden. Und das ist diese Kraft im Inneren. Dieser Geist, auch der altgermanische Geist, der hier so nach und nach wieder hochkommt und zum Tragen kommt. Und nein, das ist nicht sich jetzt irgendwie, damit ist nicht gemeint, sich jetzt in irgendwelche Felle zu hüllen und dann wieder mit der Streitaxt loszulaufen. Das ist damit überhaupt nicht gemeint, in keinster Art und Weise, weil das wäre wieder Vergangenheit und Reproduktion. Das wollen wir ja nicht. Genau das gilt es ja zu vermeiden. Und das vermeiden wir indem wir Frieden schließen mit unseren Ahnen, dass das endlich ankommt bei uns, was unsere Ahnen eigentlich schon immer von uns sich gewünscht haben, dass das endlich mal in uns ankommt. Und dann kommt das Ganze zur Blüte. Es ist ja dabei, zur Blüte zu werden, im Übergang, im Geburtskanal, da befinden wir uns ja alle. Nur das hat, wie gesagt, einzeln individuell noch in dem einen oder anderen anzukommen. Und dann glaube ich, dann dauert das jetzt nicht mehr lange, das spürt mein Wesen auch. Das ist ganz wichtig, hier nur noch nach Intuition und Instinkt zu gehen, anstatt weiter noch den Ego-Verstand füttern zu wollen mit irgendeinem Brei, den er schon kennt, den er schon lala auswendig singt. Nein, das Bewusstsein gibt uns ja diesen größeren Horizont oder lässt uns über den Tellerrand weit hinausblicken. Und es ging ja nur immer bis zum Tellerrand und nicht weiter drüber hinaus. Und diese Farce, diese Metapher, die gilt es jetzt endlich mal zu sprengen. Zu sprengen. In sich, nicht im Außen. Im Außen brauchen wir da nichts zu sprengen. Das kann und wird nur im Inneren selbst vonstatten gehen können. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dass diese Botschaft auch als das anerkannt und angenommen wird, das, was sie ist, eine Botschaft. Nicht mehr und nicht weniger, im Großen sowie auch im Kleinen. Wir haben wunderbare Menschen hier, egal wo sie herkommen, von welcher Abstammung, das spielt auch keine Rolle. Wir haben wunderbare Menschen in diesem Land. Nur, was so die letzten 100 Jahre passiert ist, das Ganze ist eingeschlafen. Dann hatten wir ja wohl zwei imaginäre Weltkriege dazwischen. Aber auch das sollte alles so sein, um dass hier die Personen im Menschsein oder die Menschsein in der Person dieses erfahren konnte. Wenn wir dieses nicht erfahren hätten, dann wüssten wir nichts davon. Und wenn wir davon nichts wüssten, dann würden wir ja noch davor stehen und nicht danach. Aber da wir ja danach stehen, nach dem Ganzen, können wir beruhigt tief durchatmen, zwei oder dreimal und sagen, wir haben das Ganze ja hinter uns gelassen. Also brauchen wir das nicht mehr vor uns zu haben. Es ergänzt sich alles bereits.
Es arbeitet bereits alles zusammen, weil die höchste Priorität, die Kernbotschaft aller Botschaften, die es zu erkennen in sich selbst, dass es kein Getrenntsein gegeben hat. Wir alle können glücklich und zufrieden über uns sein, dass wir jetzt stehen, wo wir jetzt hier gerade stehen. Und natürlich gibt mein Wesen euch auch recht, indem sie sagt, es läuft. Da stimme ich euch voll und ganz zu. Da habt ihr voll und ganz meine Zustimmung. Es bewegt sich nicht nur in Deutschland, es geht über unsere Grenzen hinaus. Und es wird bald die ganze Welt erreicht haben. Und dann haben alle Menschen in jedem Land in ihr Herz zu gehen. Der eine hat es dem anderen zu gönnen. Und dann wird das Wunder geschehen. Und mein Wesen kann ja im Moment nur hier für sich selbst sprechen und was heißt aus seinem Wesen heraus schon für alle sprechen. Aber das Wichtigste ist es doch, was es hier zu verstehen gilt, der wahre Geist, den wahren Geist zu begreifen und zu verinnerlichen. Dass diese Reproduktion endlich beendet ist. Und die hohe geistige Welt hat dieses energetisch schon abgeriegelt. Und das hilft ja allen, auch euch jetzt gerade im Moment, da ja die alten Wege nicht mehr gehen, kann sie ja keiner mehr gehen. Und wenn man diese nicht mehr gehen kann, was heißt das dann letztendlich? Sie sind verendet oder beendet. Also spricht alles für uns und nichts spricht gegen uns. Und alles wird sich dem jetzt nun fügen. Und das kommt von höchster Stelle. Und das gilt es hier noch mit hineinzunehmen, dieses anzuerkennen, anzunehmen, mit hineinzunehmen und sich nicht hier in irgendeinem Klein-Klein verliert. Darum bitte ich euch von ganzem Herzen, nicht in Klein-Klein verlieren und in irgendeine Juristerei, weil das hatten wir alles zu Genüge. Wir brauchen nur aus der Person rauszukommen, in den Mensch rein. Und dann ist der allergrößte Brocken geschafft. Und jeder von uns möchte gerne Mensch sein. Jeder von uns ist gerne Mensch. Und dann kommt das ganze Potenzial zum Tragen. Wieder diese Kreativität, wieder dieser Schöpfergeist, dieses Dichten. Ich sage jetzt nicht denken. Dieses Fließen, dieses ganz einfach fließen lassen von diesem wunderbaren Potenzial, was hier in allen steckt. Und eins möchte ich zum Abschluss dieser Botschaft auch noch sagen. Es hat hier auch an die Alten und die Kranken, also die Schwachen, gedacht zu werden. Und die werden nicht vergessen. Auch die Alten haben viel dafür geleistet, damit wir dort stehen, wo wir heute stehen, dieses zu würdigen, dieses anzuerkennen. Nehmt eure Omas und Opas, eure Mamas und Papas in den Arm und dankt ihnen dafür von ganzem Herzen. Und das ist mir so wichtig, dass hier niemand gegen den anderen ist, dass hier permanent nur abgeschoben wurde und weitergegeben wurde. Aber letztendlich hat sich im menschlichen Bereich hatte sich da gar nichts geändert oder verändert. Und das hat mein Wesen so oft beobachtet in der letzten Zeit mit so viel Schmerzen im Herzen. Was haben wir mit unseren Alten gemacht hier? Und was machen wir mit den Jungen? Das ist die große Frage, die sich hier stellt. Von Menschen für Menschen. Und da hat niemand vergessen zu werden. Niemand. Niemand. Die Welt, die Erde gehört allen Menschen, allem Leben. Und alles Leben hat zu Respekt, also gewürdigt und respektiert zu werden. Und ohne das wird es von unserer Seite ja keine Zustimmung geben, wenn das nicht an oberste Stelle gestellt wird und wenn das nicht von der Herzensliebe getragen wird. Das ist meine Botschaft an die Erde, an die Welt dort draußen. Und das Herz des Löwen ist allgegenwärtig jetzt. Es ist da. Und es wird auch hier bleiben. Und ohne uns wird es keine Zukunft geben, ohne uns Löwenherzen. Gemeinsam und nicht mehr einsam. Danke für euer Gehör, ihr lieben vollkommenen Wesen dort draußen.
Gott schütze uns alle, Gott schütze unser Land, Gott schütze diese Erde. Und möge oder und mögen wir das Herz, das Volk des Herzens werden. Ja, das war meine Botschaft an euch da draußen. Licht und Liebe für euch alle. Euer Löwenherz. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.